Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Video. Mein Name ist Steffi und heute geht es um Passiv- und Aktivsätze. Wie bildet man Aktiv- und Passivsätze? Und was sind eigentlich Aktiv- und Passivsätze? Aber bevor wir anfangen, würde ich mich freuen, wenn ihr auf den Subscribe-Button drückt, falls ihr es noch nicht getan habt. Denn so verpasst ihr keine Videos mehr in der Zukunft. Das Allerwichtigste, also bevor wir überhaupt anfangen können, über Aktiv- und Passivsätze reden zu können, müssen wir wissen, welche Satzglieder wir haben. Es gibt das Subjekt, das Prädikat und es gibt Objekte. Dann gibt es auch noch adverbiale Bestimmungen. Aber für uns sind eigentlich diese drei ersten Satzglieder wichtig, also das Subjekt, das Prädikat und das Objekt. Also, was ist ein Subjekt? Ein Subjekt ist der sogenannte Täter, der Akteur der Handlung, also die Person oder etwas, was für etwas zuständig ist, die Handlung. Wir finden das Subjekt mit der Frage, wer oder was. Schauen wir uns hierzu mal ein Beispiel an. Tim besucht Kathi. Wer oder was besucht Kathi? Tim, genau. Tim ist hier das Subjekt. Ein Subjekt kann aber auch aus mehreren Wörtern bestehen, wie zum Beispiel in diesem Satz. Der König hält eine Rede. Oder wie zum Beispiel in diesem Satz. Der schöne König hält eine Rede. Hier besteht das Subjekt sogar aus drei Wörtern. Der schöne König. Weil, wer oder was hält eine Rede? Na, der schöne König. Das Subjekt steht immer im Nominativ. Es kann ein Wort sein oder eine Wortgruppe. Und es handelt sich meist um ein Nomen mit Begleiter oder einem Pronomen. Wie zum Beispiel hier. Er hält eine Rede. Er ist hier das Subjekt. Als nächstes müssen wir wissen, was ein Prädikat ist. Ein Prädikat ist der sogenannte König des Satzes, der allerwichtigste Teil. Wir finden das Prädikat durch die Frage, was tut das Subjekt oder was wird dem Subjekt angetan? Das Prädikat kann auch entweder nur aus einem Wort oder aus mehreren Wörtern bestehen. Meistens handelt es sich um ein finites Verb. Ein was? Ein finites Verb. Das bedeutet ein angepasstes Verb, wie zum Beispiel hält. Die infinitive Form lautet halten. Wir haben das Verb konjugiert, da das Subjekt der König ist und der König hält eine Rede. Also ist unser Prädikat hier hält. Im ersten Satz lautet das Prädikat besucht. Tim besucht Kathi. Das Prädikat kann aber auch aus mehreren Wörtern bestehen, wie zum Beispiel in einem Passivsatz. Dort besteht es aus einem Hilfsverb und dem Partizip 2. Aber dazu gleich mehr in Ruhe. Es ist sehr wichtig zu wissen, was das Akkusativobjekt ist. Wir finden es durch die Frage, wen oder was. Also im ersten Satz würden wir fragen, wen oder was besucht Tim? Tim besucht Kathi. Also ist hier unser Akkusativobjekt Kathi. Der König hält eine Rede. Wen oder was hält der König? Eine Rede. Unser Akkusativobjekt ist eine Rede. Und auch im letzten Fall. Der schöne König hält eine Rede. Hier ist natürlich das Akkusativobjekt auch eine Rede. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Nur wenn ihr verstanden habt, was das Subjekt ist, das Prädikat und das Akkusativobjekt, dann kannst du Aktiv- und Passivsätze bilden.
Ohne diesem Wissen hast du keine Chance. Deswegen mach am besten ein paar Übungen dazu und bestimme immer das Subjekt, das Prädikat und das Akkusativobjekt, falls du damit noch Schwierigkeiten hast. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit Aktiv- und Passivsätzen. Beim Aktivsatz ist das Subjekt das Allerwichtigste. Es geht um das Subjekt. Was tut das Subjekt? Beim Passivsatz steht die Handlung im Vordergrund. Also die Handlung ist wichtiger als der Akteur. Wie zum Beispiel in dem Satz, das Kino wird am Montag geöffnet. Seht ihr? Wir wissen gar nicht, wer das Kino öffnen wird, aber das ist auch gar nicht wichtig. Uns geht es ja nur darum, dass wir am Montag wieder ins Kino gehen können. Wie wandle ich einen Aktivsatz in einen Passivsatz um? Dafür müssen wir 4 Schritte ausführen. Schritt Nummer 1, Satzglieder bestimmen. Schritt Nummer 2, das Prädikat anpassen. Schritt Nummer 3, das Akkusativobjekt aus dem Aktivsatz wird jetzt ein Subjekt im Passivsatz. Akkusativobjekt ist jetzt ein Subjekt. Und als letztes, Schritt Nummer 4, streichen wir das alte Subjekt. Das ist jetzt nicht mehr wichtig, denn die Handlung steht ja im Vordergrund. Sie ist wichtiger. Allerdings können wir das Subjekt auch hinzufügen, wenn wir möchten. Wir müssen es nicht, aber wenn wir wollen, können wir das machen. Dann müssen wir es mit der Präposition von hinzufügen. Von ist eine Präposition des Dativs. Wir nennen die Verbindung auch Präpositionalobjekt. Und dann haben wir einen Aktivsatz in einen Passivsatz umgewandelt. Aber lass es uns mal an einem Beispiel durchgehen. Er schreibt eine Bewerbung. Jetzt ist es wichtig zu wissen, ist das ein Aktiv- oder ein Passivsatz? In diesem Fall ist es ein Aktivsatz. Wenn wir diesen in einen Passivsatz umwandeln wollen, müssen wir zuerst die Satzglieder bestimmen. Zuerst müssen wir das Subjekt bestimmen. Das tun wir durch die Frage, wer oder was. Wer oder was schreibt eine Bewerbung? Das ist er, das Personalpronomen er. Er schreibt eine Bewerbung. Und was ist das Prädikat? Was tut das Subjekt? Es schreibt. Und dann müssen wir noch das Akkusativobjekt bestimmen. Wen oder was schreibt er? Er schreibt, ah ja, eine Bewerbung. Also ist das Akkusativobjekt eine Bewerbung. Schritt Nummer 2. Wir müssen das Prädikat anpassen. Das machen wir, indem wir das Hilfsverb werden benutzen. Wir müssen es konjugieren und das Partizip 2. Also, er schreibt eine Bewerbung. Schreibt ist Präsens. Und deswegen lautet unser neues Prädikat wird geschrieben. Wird geschrieben. Hier seht ihr eine Tabelle, wie wir das Hilfsverb anwenden. Es ist nämlich ganz wichtig, dass wir die Zeitform kennen. Er schreibt ist im Präsens und deswegen wird daraus wird. Würde der Ursprungssatz lauten, er schrieb eine Bewerbung, dann würde das Hilfsverb wurde lauten. Eine Bewerbung wurde geschrieben. Das Partizip 2 bleibt immer in der gleichen Form, egal in welcher Zeitform wir uns befinden. Also das ist schon mal etwas Gutes. Es bleibt unverändert. Und zum Partizip 2 mache ich nochmal ein extra Video. Aber hier ist erstmal zu wissen, wie wir das Hilfsverb konjugieren und dass wir das Partizip 2 benutzen müssen. Schritt 3. Das Akkusativobjekt des Aktivsatzes
wird jetzt zu unserem neuen Subjekt, also eine Bewerbung. Im letzten Schritt Nummer 4 streichen wir das Subjekt. Wir brauchen es nicht mehr, denn die Handlung ist ja wichtiger als der Akteur. Wenn wir die Person trotzdem erwähnen möchten, können wir das tun, indem wir die Präposition von hinzufügen. Und es wird zu einem Dativobjekt, also von ihm. Wenn wir jetzt alle Teile zusammenfügen, dann kriegen wir den Satz: Eine Bewerbung wird von ihm geschrieben. Bei nominalisierten Verben wird auch häufig die Präposition durch verwendet. Dann brauchen wir den Akkusativ. Wie zum Beispiel in dem Satz: Eine Notoperation konnte den Patienten retten. Im Passiv lautet dieser Satz: Der Patient konnte durch eine Notoperation gerettet werden. Schauen wir uns noch weitere Beispiele an, wie man den Aktivsatz in einen Passivsatz umwandeln kann. Der Bäcker backt ein Brot. Der Bäcker backt ein Brot. Zuerst müssen wir die Satzglieder bestimmen. Das Subjekt ist in diesem Fall der Bäcker. Wer oder was backt ein Brot? Der Bäcker. Nach dem Prädikat fragen wir mit: Was tut das Subjekt? Oder was wird dem Subjekt angetan? Das Subjekt, also hier der Bäcker, backt. Er backt. Um einen vollständigen Satz zu haben, ein Satz, der funktioniert und richtig ist, brauchen wir nur ein Subjekt und ein Prädikat. Diese sind wichtig für die Kernaussage. Wenn wir dem Satz aber noch mehr Information hinzufügen wollen, also die Geschichte ein bisschen spannender machen vielleicht, dann können wir Objekte hinzufügen, wie zum Beispiel das Akkusativobjekt. Der Bäcker backt ein Brot. Backt ist hier im Präsens. Wichtig zu wissen. Wen oder was backt der Bäcker? Also was backt der Bäcker? Ein Brot. Und dadurch haben wir unser Akkusativobjekt gefunden. Schritt 2. Wir müssen das Prädikat anpassen. Aus backt wird hier wird gebacken. Das Partizip 2 steht immer am Ende des Satzes. Schritt 3. Das Akkusativobjekt wird jetzt zu unserem neuen Subjekt. Ein Brot. Ein Brot wird gebacken. Schritt 4. Wir streichen das Subjekt. Ein Brot wird gebacken ist ein richtiger, korrekter Satz. Alternativ können wir aber auch die Präposition von hinzufügen und übernehmen das Subjekt im Dativ. Also, ein Brot wird von dem Bäcker gebacken. Oder von dem ist ja auch vom. Ein Brot wird vom Bäcker gebacken. Oder kriege ich gleich Hunger? Von dem Bäcker ist hier unser Präpositionalobjekt. Wie würde der Satz allerdings lauten, wenn jetzt nicht backt benutzt wird, sondern backte in der Vergangenheit, genauer gesagt im Präteritum? Der Bäcker backte ein Brot. Dann müssen wir das Hilfsverb werden anpassen. Wir benutzen nicht mehr wird. Schauen wir mal einen Blick in die Tabelle. Jetzt müssen wir wurde verwenden, also ein Brot wurde vom Bäcker gebacken. Wenn der Satz lautet, der Bäcker hat ein Brot gebacken, dann wird daraus, ein Brot ist vom Bäcker gebacken worden. Ein Brot ist vom Bäcker gebacken worden. Ein weiteres Beispiel lautet, ich schrieb ein Buch. Habe ich zwar nicht wirklich gemacht, aber wer weiß, vielleicht werde ich es irgendwann sagen können. Ich schrieb ein Buch ist Präteritum.
Also, fangen wir von vorne an. Wir müssen wieder die 4 Schritte durchgehen. Schritt Nummer 1. Satzglieder bestimmen. Wer oder was schrieb ein Buch? Ich. Ich ist hier das Subjekt. Was tut das Subjekt? Es schrieb. Das Prädikat ist hier also schrieb. Und was schrieb das Subjekt? Ein Buch. Das Akkusativobjekt ist hier ein Buch. Schritt Nummer 2. Das Prädikat anpassen. Wir haben unser Hilfsverb, in diesem Fall wurde, das schrieb ja im Präteritum steht, und geschrieben. Schritt 3. Das Akkusativobjekt wird zu unserem neuen Subjekt, also ein Buch. Schritt 4. Das Subjekt des Aktivsatzes kann gestrichen werden. Dann lautet unser neuer Satz im Passiv: Ein Buch wurde geschrieben. Wenn ich das Subjekt aber noch erwähnen möchte, also in diesem Fall ich, dann muss ich die Präposition von verwenden und es in Dativ umwandeln. Also, ein Buch wurde von mir im Dativ geschrieben. Ein Buch wurde von mir geschrieben. Eines Tages, irgendwann. Und jetzt schauen wir uns an, wie man einen Passivsatz in aktiv umwandeln kann. Eigentlich müssen wir alles nur wieder rückgängig machen. Aber machen wir das mal anhand der 4 Schritte. Schritt Nummer 1. Wir müssen die Satzglieder bestimmen. Schauen wir uns doch mal den Beispielsatz an. Ein Ball wurde von dem Spieler ins Tor geschossen. Das ist ein Passivsatz, da hier die Handlung im Vordergrund steht. Sie ist wichtiger als der Ball. Wer oder was wurde ins Tor geschossen? Ein Ball. Was tut das Subjekt? Oder was wurde dem Subjekt angetan? Es wurde in ein Tor geschossen. Also wurde geschossen. Unser Prädikat besteht hier aus dem Hilfsverb werden, welches konjugiert wurde, und dem Partizip 2 geschossen. Unser Präpositionalobjekt lautet vom Spieler. Man könnte auch von dem Spieler sagen. Ins Tor ist hier eine adverbiale Bestimmung des Ortes. Diese übernehmen wir einfach in den Aktivsatz. Nachdem wir die Satzglieder bestimmt haben, folgt Schritt Nummer 2. Wir formen das Präpositionalobjekt in das Subjekt um. Also die Präposition können wir streichen. Davor haben wir sie hinzugefügt. Im Aktivsatz brauchen wir sie nicht. Deswegen streichen wir sie. Dem Spieler ist Dativ. Das Dativobjekt wird jetzt zu Nominativ, also der Spieler. Schritt Nummer 3. Wir müssen jetzt das Prädikat anpassen. Hier können wir das Hilfsverb wieder streichen. Jetzt brauchen wir es nicht mehr. Das Partizip 2 wird wieder zu einem finiten Verb. In diesem Fall schoss. Weil wurde geschossen bedeutet, dass der Satz im Präteritum steht. Und schießen im Präteritum ist schoss in einem Aktivsatz. Unser neues Prädikat lautet jetzt schoss. Schritt Nummer 4. Das Subjekt wird jetzt wieder zum Akkusativobjekt, also den Ball. Der Ball im Nominativ, im Akkusativ den Ball. Und wenn wir dann alles wieder zusammenfügen, haben wir den Satz: Der Spieler schoss den Ball ins Tor. Die adverbiale Bestimmung übernehmen wir einfach. Schauen wir uns noch ein weiteres Beispiel an. Der Kuchen wird von meiner Freundin gegessen. Schritt Nummer 1. Die Satzglieder bestimmen. Das Subjekt ist hier der Kuchen, denn der Kuchen steht im Nominativ. Und es ist die Antwort auf die Frage, wer oder was
wird von meiner Freundin gegessen, der Kuchen. Das Prädikat ist hier wird gegessen, denn was tut das Subjekt oder was wird dem Subjekt angetan? Es wird gegessen. Von meiner Freundin ist hier das Präpositionalobjekt. Wir haben die Präposition von und das Dativobjekt meiner Freundin. Jetzt haben wir alle Satzglieder bestimmt. Also geht es weiter mit Schritt 2. Das Präpositionalobjekt wird jetzt zu unserem Subjekt, also meine Freundin. Wir streichen die Präposition von und das Dativobjekt wird jetzt zum Nominativ, also meiner Freundin wird zu meine Freundin. Schritt 3. Das Präteritum anpassen. Wir streichen das Hilfsverb werden. Tschüss werden, wir brauchen dich nicht mehr. Und das Partizip 2 wird wieder zu einem finiten Verb. Das bedeutet, gegessen wird, ist. Da das Hilfsverb wird war, befinden wir uns im Präsens, also ist. Schritt 4. Unser Subjekt wird jetzt zum Akkusativobjekt. Also, der Kuchen im Nominativ wird zu den Kuchen im Akkusativ. Wenn wir das alles wieder zusammenfügen, haben wir den Satz, meine Freundin isst den Kuchen. Und jetzt seid ihr dran. Ich habe eine kleine Hausaufgabe für euch vorbereitet, und zwar 3 Sätze. Die sind entweder im Aktiv oder im Passiv. Und bitte schreibt in die Kommentare, ob sie aktiv oder passiv sind und formt sie um. Also einen Aktivsatz ins Passiv und wenn es passiv ist, ins Aktiv. Ich bin gespannt auf eure Antworten und ich schaue sie mir alle an. Vielen Dank, dass ihr und dass du heute dabei warst. Ich würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen, dann weiß ich, dass ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Und falls du das nächste Video nicht verpassen möchtest, dann drück doch auf den Abonnierknopf, einmal Subscribe, abonnieren. Und dann sehen wir uns auch in der Zukunft. Und in der Zwischenzeit natürlich auf Instagram. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf und alles Gute. Tschüss!